Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge Subnautica. Wir müssen jetzt mal eine Weile hier bleiben, bis unsere Gesundheit wieder sich so ein bisschen stabilisiert hat. Und wir trinken jetzt erstmal ein bisschen was. Und essen was. Gab es nicht dann noch den hier noch? Ah, okay, so. Ist doch schon mal schick. Und jetzt würde ich einfach mal pro forma vielleicht. Pro forma. Ach nee, ich wollte mir. Was wollte ich mir jetzt eigentlich bauen? Ich wollte mir noch so ein Ding hier bauen. Dafür brauche ich Glas. Und Glas war herzustellen aus Quarz. So, wollen wir hoffen, dass das hier gereicht hat. Ja. Meinen zweiten Tank, das ist schon mal sehr geil. Und jetzt würde ich am allerliebsten mir noch eine Batterie bauen. Was sogar geht. So, damit wir ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Ach komm, machen wir noch eine Batterie. Und dann würde ich sagen, den Rest. Wir haben erstmal hier unser. Ach, guck mal, wir können ja sogar jetzt wieder. Warte mal. Das kommt raus alles. Und jetzt können wir das eigentlich sehr genial. Wir können jetzt nämlich im Prinzip, wenn wir hier von 10 Stück nehmen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann können wir nämlich schon wieder so einen Barren machen und haben dadurch wieder Platz. Das ist sehr genial. Sehr genial. Hier, diesen Baum. Gut, da hätte ich jetzt natürlich vorher mal gucken sollen, ob wir den überhaupt gebrauchen können. Ob wir den überhaupt brauchen, ob der wichtig ist. Der Titanium-Barren, da werden wir mal in den Konstruktor gehen, der wieder nicht zu sehen ist, nur weil wir 3 Meter weg sind. Oh, der ist weggetrieben. Das hasse ich ja, das hasse ich. Dass der wegtreibt. Das finde ich. Jetzt habe ich den eingepackt. Ach, einpacken kann man den auch, ne? Okay. Kann man den immer wiederholen, ja? Mal nochmal gucken, wie das funktioniert. Hier ist er. Und jetzt können wir. Clip. Naja, ist egal. Ah, Pick-up. Ah, okay. So können wir den mal holen, wenn der wegschwimmt. Na, das ist ja praktisch. Können wir den ja sogar mitnehmen. So, Vehicles. Aha, Simon braucht 3 Titanium, nicht ein Titanium-Barren. Oh, jetzt haben wir wahrscheinlich eh einen Titanium-Barren zu viel. Kann man ja nicht brauchen. Wir haben ja jetzt die 2. Flasche, wa? Die haben wir jetzt. Genau. Die 2. Flasche haben wir. Dann würde ich auch jetzt mal ganz konkret. Alter, es geht ja jetzt gerade so schnell. Ach so, wir müssen auch noch warten. Hier haben wir nochmal Salz. Ach, Depositsalz? Ist das ein besonderes Salz? Und ein Fisch. Magnesium. Auch immer wir den hinterher haben. Und hier ist der. Hier haben wir die Blue für Luca. 2 Titanium und 2 Glas. Luca würde ich ja gerne bauen. Gerade hier, aber ist hier eine freie Wand für einen Luca? Hier hinten vielleicht? Weiß nicht. Ich glaube, einen Luca kann man nur in so einer Basis bauen oder so. Auch der Fisch sieht so geil aus. Guckt euch den an. Ist ja süß. Ist der süß. Und gleich muss er gegessen werden. So. Nee, falsch. Ach doch, richtig. Essen wir mal den Fisch und trinken ein bisschen Wasser. Dann geht es uns schon wieder ein bisschen besser. So. Jo, richtig geil hier nach dem Update. Richtig geil. Unser Inventar müllt sich nicht zu. Wir haben uns leider umsonst. Mal, mal kurz gucken, wofür wir hier noch ein. Ach, Gold. Das gibt es doch noch. 2 Gold. Computership. Ach, für einen Kompass, den können wir bauen. Dafür braucht man ein Computership. Und dafür brauchen wir Silber. Okay. Silber 2-mal.
Plasteel-Ingot. Ein Titanium-Ingot. Ah, dafür brauchen wir das dann. Ist gut. Und Lithium. Haben wir schon Lithium? Können wir Lithium herstellen? Nee, Lithium müssen wir scheinbar finden. Oh, es ist schon wieder Tag. Ja, dann würde wahrscheinlich der vernünftige Taucher würde jetzt als nächstes sich so ein Antriebsding, Sea Glide, bauen. Bevor er sich an das U-Boot ranwagt. Mit dem er jetzt, ich habe auch noch ein paar andere Let's Plays gesehen, also die Dinger. Man sollte damit nicht so rumrasen, man sollte wirklich aufpassen, dass man nicht überall gegenknallt mit dem Ding. Weil wenn das kaputt ist, kann man nicht mehr einsteigen und dann bleibt das da irgendwo hängen. Alter, das ist echt eine... Das ist echt ein Geschwindigkeitsspiel, diese komischen Fische hier mal einzusammeln. Ja, okay, wir haben hier aber ein Blasending. Komm, nochmal. Nochmal bitte. Ja, nochmal, ja, nochmal. Nachts machen die geile Blasen, habe ich schon rausgekriegt. Also macht das doch jetzt Spaß mit zwei Taucherflaschen. Quarz ist immer noch rar. Wir haben ja festgestellt, dass es Quarz jetzt neuerdings in Höhlenspalten gibt, die von Knallfischen bewacht werden. Titanium. Cool. Na komm, eine nehmen wir noch mit. Gut. Oh, jetzt sind wir schon wieder fast voll. So ein bisschen Quarz wäre nicht schlecht. Komm. Alter, was ist das? Achso, die ziehen den Stein dann nach oben. Vielleicht können wir ja damit Sachen nach oben transportieren, wenn wir die irgendwo anbappen. Ist natürlich praktisch, wenn hier in der Tiefe auch noch so eine Blubberblasendinger sind. Ah, das ist ein Knochenhai, das ist nicht so schön. Ah, hier ist nochmal Salz. Knochenhai bewacht da irgendwas oder wie? Gibt es da was Schönes? Oh, 80 Meter. Ich glaube, das ist nicht unbedingt so die Höhe, wa? Da hinten war, glaube ich, Eisen. Hier ist noch was? Vielleicht finden wir hier sogar Gold in der Tiefe. Das war, glaube ich, Titanium. Klebt hier echt an. Nochmal Kupfer oder Gold? Gold. Kupfer. Den nehmen wir auch noch mit. Und wir gehen wieder zur Blubberblase. Ist natürlich cool, wenn man so schön lange unter Wasser bleiben kann. Ach, guck mal, jetzt bleibt er sogar mal stehen. Da drüber. Das gefällt mir. Cool. Was haben wir da? Ach, wieder so ein Ding. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Und immer in Begleitung von den Blasenfischen, wa? Haben wir alles Mögliche, aber nicht unbedingt das, was wir wollten. Aber ist egal. Quarz ist scheinbar wirklich jetzt selten. Aber dadurch kann man natürlich coole Ausflüge machen. Zum Beispiel in so eine Höhle, wo Quarz ist und die bestimmt von Knallfischen bewacht wird, aber... Okay.
Ach, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Alles verloren, wa? Also zumindest die Ressourcen, die ich eingesammelt habe, habe ich alle verloren. Oh Mist. Ah, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich bin nicht traurig. Nein, 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 ich bin nicht traurig. Meine eigene Schuld. Gibt es denn irgendwas, was mich davor schützt, vor diesen blöden Viechern? Direkt hier drunter, seit wann? Sind die Höhen? Ich habe den Eindruck, als wenn die jedes Mal anders ist, die Welt. Nein! Oh, der schwimmt mir hinterher, habt ihr das gesehen? Der schwimmt mir extra hinterher. Um in meiner Gegenwart zu explodieren, der Bösewicht. Habe ich vielleicht das ganze Zeug hier irgendwo verloren? Es liegt hier noch rum. Wäre natürlich auch cool. Ja, es macht höllisch Spaß. Es macht viel, viel mehr Spaß als vor dem Update. Viel besser spielbar. Wirklich. Guck mal, die Dinger sehen hier total eigenartig aus. Oh, guck mal, was wir da einsammeln können. Korallenzeug. Wieder was hier lernen. Cool. Ha? Schön, nochmal alles voll damit. Salz, okay. Alles voll machen und gleich wegschnabbeln. Gleich wegschnabbeln. Ich brauche Quarz, Mann. Guck mal, da ist dieses Ding. Nein, da ist da... Ah, ey, wie soll ich da jemals Quarz bekommen? Das ist doch ein absolutes Selbstmordkommando. Um bei den Kumpels Quarz zu bekommen. Hier in den Höhlen gibt es Quarz. Könnt ihr jetzt hier so eine Außenhöhle mir aussuchen? Ah ja, okay, hier ist schon einer weggebombt worden. Oder mit Stasis Rifle, vielleicht geht das hin. Lass mich! Oh, zweimal Quarz gleich. Ist natürlich cool. Da liegt noch Eisen. Alter, ist das, die Gegend ist auch noch viel geiler geworden, als es schon war. So, mit Kupfer kannst du mich ja jetzt mittlerweile zuschmeißen. Was mich jetzt mehr interessieren würde... Was war das denn eben? War das da eine riesige... Kann ich das auch abschneiden? Ja. Alter, die Dinger kannst du auch einsammeln. Ist ja cool. Frag mich bloß, wofür wir die brauchen. Kriegen wir noch raus, ha? Guck mal hier. Oh, eine riesige Röhre. Alter, da weißt du ja nicht, ob es da jemals wieder rausgeht aus der Röhre. Oder? Guck mal, Quarz. Ein Saugfisch, oder was? Schnell weg. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich muss hier sofort wieder raus aus dieser Höhle. Aber schleunig. Komm, komm, komm. Schneller, schneller. Warum schwimmst du denn so langsam, Alter? Schwimm schneller, schwimm schneller, schwimm schneller, schwimm schneller. Bitte, 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 schwimm schneller. Schwimm schneller, schwimm schneller. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Oh. So, jetzt aber mal zurück zur Boje. Junge, Junge, Junge. Ah, man riskiert dann nach einer Weile immer mehr. Und speichern. So, was haben wir denn jetzt alles Schönes hier? Diese Korallendinger, weiß ich noch nicht, wozu man die braucht. Haufenweise Salz, Quarz, okay. Wofür brauchte ich denn Quarz? Für Glas, wa? Am liebsten würde ich mir ja zuerst das große U-Boot bauen.
Okay, Salz. Hier, guck mal, hier haben wir noch 2 von diesen Fischen. Und 2 Salz brauchen wir. Okay. Dann können wir dieses Korallenzeug erstmal rauspacken. Da weiß ich jetzt im Moment noch nicht, wofür ich das brauche. Das Kupferzeug raus. Da können wir auch bald nochmal eine Drahtschlaufe. Oh, Inventar ist voll. Inventar ist voll. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz schnell die beiden Fische kochen. Machen uns schon mal ein Glas. Sehr schön. Und Fische. Und die werden wir auch gleich verschnabulieren. So lecker, 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 lecker. Ich freue mich schon. Weg damit, weg damit. So, jetzt haben wir Glas. Wofür? Wofür braucht denn wir das Glas? Ich glaube. Wenn wir hier in unser... Der treibt immer weg. Komm, ich will den nicht aufheben. Ich will da einfach aufgehen. So, für die Simon brauchen wir 2-mal Glas, 1-mal Kupfer, 3-mal Titan und eine Batterie. Okay, also sind wir immer noch... Ist der Schwerpunkt jetzt auf der Quarzsuche, die sich nicht als so super einfach erweist. Weißt du was? Ich will mal dieses Zeug hier, vielleicht können wir das auch in irgendwas umwandeln. Ich denke mal, das haben wir nicht umsonst eingesammelt. Ich werde auch die Dinger mal einsammeln. Aus Versehen habe ich hier einen von den Dingern irgendwie. Wo ist er denn? Weg. Weißt du, ob wir da jetzt irgendwie was Neues herstellen können, weil wir die Dinger haben? Nee. Okay, da gibt es scheinbar noch keine. Noch keine Bestimmung für. Ich würde auch so gerne hier so einen zweiten. Nee. Hier so ein Luca. 2-mal Titanium, 1-mal Glas. Wir können ja mal probieren, einen Luca herzustellen, ob wir den hier an die Wand. Vielleicht haben sie das ja geändert. Das wäre geil, weißt du? Wenn wir den Luca hier hinten an diese Wand dran machen könnten. Ach nee. Nee, das muss ich ja hier machen. So, komm mal her, gib mal her. Mach mal einen Luca. Nee. Den Luca können wir hier nicht machen. Nee. Können wir den hier drin machen? Nee, bestimmt nicht. Hier ist er nicht drin. Pipe. Okay. Also diese komischen Korallendinger hier. Ach so, jeweilige Disk Piece. Jetzt fällt es mir ein für Computerships. Wir könnten jetzt Computerships bauen. Wir packen mal das Glas erstmal weg. Und das Zeug hier? Stücke von Calciumcarbonat. Ist ja mal spannend. Was brauchen wir denn für Computerships? Davon haben wir. Dieses Zeug haben wir. Silber brauchen wir und Quarz, wie immer. Oh, mein Telefon klingelt. Leute, ich werde jetzt die Aufnahme mal beenden, damit ich ans Telefon gehen kann. Tschüss. Bis zur nächsten Folge.